Und jetzt in der Nah, Matthias! Matthias Niederberger. Ja, man muss ja sagen, die Fußstapfen waren nicht die klarsten, in denen du getreten bist. Und Christoph Kreuzer, der dich ja auch aus der Jugend kannte, hat gesagt, ich möchte Matthias Niederberger, du hast eine wahnsinnige Saison gespielt. Riesengroßen Applaus dafür. Wie hast du die Spielzeit erlebt? Zuerst einmal vielen Dank an die DEG, an alle Beteiligten, dass ich diese Chance bekommen habe. Die Spielzeit, denke ich, wissen alle, war eine sehr gute. Ich denke, wir sind die ganze Saison über stark gewesen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und weißt du, was ich mir total wünschen würde? Dass du auch in der kommenden Saison das DEG-Trikot tragen könntest. Und Donny, kann ich was sagen? Das tut er! Gänsehaut, sag ganz ehrlich, was bedeutet dir diese Unterschrift, dass du ein weiteres Jahr bei uns bleibst? Mindestens! Das bedeutet mir unglaublich viel. Das ist mein Heimatverein. Aber hier bin ich groß geworden und ich bin sehr stolz drauf, die Farben tragen zu können und ein weiteres Jahr mindestens hier zu spielen. Du hast eine tolle Fangquote, du bist der Torhüter des Jahres in der DEL geworden, ausgezeichnet worden. Hättest du dir auch selber vor der Saison, hast du dir das vorgestellt? War das dein, also jetzt das Ziel, ich glaube, das wäre zu vermessen zu sagen, ich wollte der beste Torhüter der Liga werden. Oder sag ganz ehrlich, bist du die Saison angegangen und wie zufrieden bist du mit all dem, was du in erster Linie natürlich auch persönlich erreicht hast? Ich hätte es mir natürlich nie erträumen lassen können, aber es ist natürlich wunderbar, dass es so funktioniert hat. Ich denke, so eine Auszeichnung ist immer eine Mannschaftsauszeichnung. Und es zeigt einfach, dass die Mannschaft das ganze Jahr über sehr gut gespielt hat, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Daniel hat gesagt, wir gehen den Weg weiter und wir haben noch viel vor. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstreichen. Mein Traum ist es auch, die Meisterschaft zu holen. Mit Daniel würde ich das auch ganz gerne tun. Das würden wir alle gerne tun. Wir freuen uns sehr, dass Sie nächstes Jahr mit dabei sind im Torhüter-Team. Dankeschön an Matthias Niederberger und viel